Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen News-Video. Und ja Leute, die Battlefield 5 News sind da jetzt zum morgigen 7.0 Update, will ich schon sagen. Und ja, wir haben das letzte Update für dieses Jahr, beziehungsweise allgemein das letzte große Update für Battlefield 5, was Content bringt, was neue Sachen reinbringt am Start. Aber ich denke mal, wir alle wissen irgendwie so ganz tief drin in unserem Herzen, da wird noch was kommen an Content, da sind wir uns alle sicher, weil ohne Content kann Battlefield 5 auch nicht leben. Und das Game hat immer noch so viel Potenzial nach all der Zeit. Da sind wir uns wahrscheinlich alle sicher, da wird noch was ganz, ganz Großes auf uns zukommen. In Sachen Content vielleicht nochmal so ein paar kleine Updates, aber was ganz Großes nicht mehr, meine ich jetzt. Aber ja, in erster Linie wird noch ein bisschen was auf uns zukommen, in kleineren Sachen von Content. Aber trotzdem ist es jetzt das letzte große Update für Battlefield 5 mit Content. Und ja, was bekommen wir jetzt alles Neues morgen mit dem Update? Ja, wir bekommen erstens zwei neue Karten. Dazu bekommen wir dann noch, wie viel waren es insgesamt? 9 neue Waffen, 6 neue Fahrzeuge, 5 neue Geräte und 3 neue Granatentypen. Also eine ganz schön ordentliche Liste auf jeden Fall. Sind wir nicht gewöhnt von den anderen Nunia-Updates, ne? Also 9 neue Waffen. Dazu muss man aber auch sagen, es sind noch ein paar Seitenwaffen dabei, also Pistolen. Ja, die sind nicht da so ganz wichtig, sage ich mal so. Aber eine geile Erinnerung ist dazu und die lese ich euch dann noch später vor. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zu den neuen Karten. Und zwar, die Karte kennen wir ja schon, die ist ja gleich im Talk gewesen, nachdem das erste Foto veröffentlicht wurde. Almaria Lager ist verfügbar auf Eroberung, Durchbruch, Team Deathmatch und Squad-Eroberung. Und ja, dann bekommen wir noch, wie wir es in den letzten Teasern erhalten hatten, durch so eine Spracherkennung oder, ach ich weiß, ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall im Battlefield 5 gab es so einen Teaser zu, nämlich dass Provence jetzt auf Eroberung, Durchbruch, Team Deathmatch und Squad-Eroberung ist. Beziehungsweise es gab irgendwie in den Data-Fails da noch zu was. Und ja, auf jeden Fall, Provence wird am Start sein, das ist die zweite neue Map, obwohl sie nicht neu ist, aber ja. Da so viel dazu. Dann noch zusätzliche Änderungen, die lese ich jetzt nicht genau vor, das betrifft nur hier die Maps. Ich lese nur mal vor, so die Maps, die es betrifft. Das ist ein Flugplatz, zwei Änderungen. Al-Sudan bekommt eine etwas größere Änderung. Dann Marita bekommt eine, Panzersturm bekommt zwei Veränderungen. Zerbrochener Stahl oder zerbarstener Stahl bekommt drei Änderungen. Dann Underground bekommt eine Änderung, Combined Army bekommt eine Änderung, Feuersturm bekommt noch eine neue Änderung, Spieler werden im Solo-Modus nicht mehr in einen Ausblutungszustand versetzt. Ja, dachte ich mir jetzt mal, das lese ich mal vor, das ist echt wichtig, ein bisschen so Feuersturm. Und im Übungsbereich, Leute, was ganz Neues noch, der fehlende Panzerbüchse 39 und Boys AT Rifle B Pod wurde hinzugefügt, wenn er auf dem Bereich verwendet wird. Also so viel mal dazu. Zwei neue Waffen wurden noch hinzugefügt zum Übungsbereich. Ja, Waffen und Geräte, Leute. Neue Waffen, da gibt es die Sjörgen, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, Sjörgen Shotgun, ist für den Aufmunitionierer Unterstützung genannt. Dann für den, dann noch eine Chow-Chat oder ich keine Ahnung, was, wie die ausgesprochen wird. Ich nenne es mal Chow-Chat. Chow-Chat. Keine Ahnung. Und da ist auch für eine Unterstützung. Dann die M3 Infrarot. Ja, moin. Die M3 Infrarot ist für den Aufklärer am Start. Dann die K31-43 für den Aufklärer ist auch am Start. Dann die Wellgun ist für den Sanitäter am Start. Dann die M1941 Johnson für den Angriff auch am Start. Dann die PPK-PPK unterdrückt ist für alle Klassen am Start. Ich schätze mal, das werden dann die Seitenwaffen sein. Und die M1911 unterdrückt ist für alle Klassen verfügbar. Und die Railroad ist für alle Klassen verfügbar. Das sowas soweit jetzt erstmal zu den Waffen. Dann neue Gadgets, Leute. Kommen eine Doppelschuss-Recon. Doppelschuss ist für Recon, ja, keine Ahnung, was Recon bedeuten soll. Die RMN 50 Granatwerfer ist für den Aufklärer am Start. Die Pistole, Flammenwerfer
ist beim Angriff verfügbar. Die geformte Ladung ist für den Support, für den Sanitäter also. Kampfpistole ist auch für den Sanitäter am Start. Ich schätze mal, das soll Sanitäter heißen eigentlich, aber naja. Also Google-Übersetzung ist am Start. Ja, dann kommen wir zu den neuen Granaten, Leute. Da bekommen wir Krachergranate für alle Klassen, eine Abbruchgranate für alle Klassen und eine Typ 99 Mine auch für alle Klassen. Das heißt, wir bekommen im Prinzip jetzt endlich mal eine Mine, die für alle Klassen am Start ist. Wurde auch mal Zeit, muss man echt mal sagen. Ne? Also, ja, bis jetzt hatte irgendwie jede Klasse irgendwie ihren eigenen Müll da gehabt bei Minen. Jetzt bekommen wir alle endlich eine Mine. Ja, zusätzliche Änderungen, Leute, das Add-One Granatwerfer für Trombonchion und M1 Granat Versuche können jetzt gespielt werden. Anstelle der Pistole zum Hauptmunitionstypen zu wechseln, ist jetzt möglich, Leute. Das heißt, so viel, wenn ein Spieler keine Munition mehr hat in der Hauptwaffe, jetzt sei es in einem G oder so, er hat keine Waffe, er hat keine Munition mehr drin, ne? Und er kann sich nicht neu aufmunitionieren gerade. Oder er ist gerade im Fight und die Munition geht aus. Dann wechselt automatisch den man spielt gerade, die Klasse, die wechselt automatisch dann auf ihre Seitenwaffe, auf das volle Magazin. Und ja, das ist die neue Änderung, die ich auch meinte mit den Pistolen. Also im Prinzip, jetzt wechselt die in-game direkt auf die Waffe, ohne dass ihr eine Taste drücken müsst. Die wechselt automatisch auf die Waffe, wenn euch die Munition ausgeht. Wenn ihr euch dann wieder aufmunitioniert, dann geht das natürlich wieder, könnt ihr wieder umschalten. Aber in erster Linie geht das jetzt so, dass es automatisch umgeschaltet wird auf Pistole. Wenn ihr keine Munition mehr in eurer Hauptwaffe habt, muss ich sagen, ist recht nice. Ich hoffe mal, wie gesagt, dass es im Kampf richtig funktioniert, richtig gut und schnell. Weil das ist natürlich ein entfernter Vorteil, wenn man schnell ist da, dann kann man natürlich was reißen. Ne? Ja, dann noch das Feuerschaltgeräusch des Breda M1935 PG ist jetzt zu hören. Dann wurde noch ein Fehler behoben durch den Rauchgranaten manchmal in unterschiedlichen Positionen für verschiedene Spieler explodiert oder überhaupt nicht explodiert sind. Also ja, so ein typischer was geht ab Bug. Dann vereinheitlichen der Flugbahn der Aufprallgranaten mit den anderen Splittergranaten, um die Konsistenz der Granatwürfe zu verbessern, wurde vorgenommen. Es wurde ein Fehler in der Ausfallmine behoben, der einen weiteren Rückstoß verursachte, wenn er nach einer früheren Verwendung erneut ausgewählt wurde. Also das noch dazu. Dann noch neue Fahrzeuge, Leute. Jetzt kommt's. Das, was wir alle schon in den Datafelds gehabt hatten, also zumindest gesehen hatten, so, was auch zuletzt mit so aufgetaucht ist, und zwar ein A-20 Bomber für die US-Fraktion, dann ein P-70 Nightfighter für die Amerikaner, dann ein P-21D Kampfflugzeug für die US-Fraktion, dann ein P-51K Kampfflugzeug für die US-Fraktion, dann ein M-8 Windhund für die US-Fraktion und Puma Panzerwagen für die deutsche Fraktion. Also das Einzige, was jetzt nicht für die Amerikaner ist, ist der Puma-Panzerwagen. Ja, ist irgendwie ein bisschen traurig, muss man echt sagen, oder? Dass nur ein Fahrzeug und dann noch für den Boden, nur ein Fahrzeug für eine andere Fraktion ist. Es ist irgendwie ein bisschen sehr traurig. Was meint ihr, Leute? Ist das irgendwie fair oder ist es nicht fair? Ich finde es irgendwie ein bisschen sehr unfair, dass die USA gleich 4 neue Flugzeuge kriegen. Ein Bomber und 4 neue Flugzeuge. Da würde ich mir wenigstens wünschen, Digga, wenn sie so viele Flugzeuge raushauen und sowas für die USA, dann sollen sie auch schon vielleicht mal den damaligen aus Battlefield 1, den ich so liebe, immer noch den Modus. Ich bin immer noch drauf am Warten, Leute, Real Talk, dass der Flugzeugkampf oder so hieß der Modus in Battlefield 1, dass der endlich wieder kommt, ne? Flugzeugschlacht, das war einfach, oh mein Gott. Einfach nur geil in Battlefield 1. Warum gibt es das heute nicht mehr in Battlefield 5? Verstehe ich nicht. Das wäre einfach so geil. Ja, dann zusätzliche Änderungen, Leute. Der Übergang zu Ragdoll wurde verbessert. Wenn Spieler in einem Fahrzeug sterben und es wurde so gestaltet, dass das Fahrzeug Wrack verfolgt wird, damit das Opfer es interessanter macht. Ich weiß nicht genau, ist irgendwie ein bisschen zusammengecuttet worden von den Schreibern, aber im Großen und Ganzen, es wurde ein bisschen dran rumgemacht am Visuellen, sagen wir mal so. Ja, dann wurde noch ein Problem behoben mit dem Haishi, das dazu führte, dass er bei höheren Geschwindigkeiten nicht so gut wie
beabsichtigt lenkte. Heishi fällt mir jetzt nicht ein, was das heißen soll, welches Fahrzeug das ist. Ich meine, ich denke mal, das ist irgendein Jeep. Irgendeiner von den Jeeps. Dann ein Rauch. Die Rauchschutzwaffen an Panzern und Flugzeugen blockieren jetzt Flecken und Namensschilder ordnungsgemäß. Das heißt, ihr werdet jetzt nicht mehr gesehen von Gegnern oder so und ihr seid jetzt so quasi in einer richtigen Nebelwand drin, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe. Dann es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Benutzeroberflächen des Fahrzeugs eine falsche Position der Kanone anzeigten. Wenn der Spieler sie verwendet hatte und dann dann die Sitze wechselte. Also, ja, so viel dazu. Wieder mal irgendwie so ein komischer Bug. Ein Bug, der komisch ist. Dann noch die AA-Kanonen unterdrücken jetzt auf dem gleichen Niveau wie andere Fahrzeug-MGs. Das noch zu, ja, den wichtigen Sachen bei den Fahrzeugen. Dann noch Pläne, die 500... Pound-Bomben haben jetzt den Explosionsschaden verringert und den irreparablen Schaden erhöht, um einen 2-Passiv-Kill zu erzielen. Ja, 2-Passiv-Kill. Ja, mal gucken, ob das was wird oder nicht, ne? Kommt immer drauf an, wie man es abwirft, sagen wir mal so. Es ist mehr mit Glück verbunden, also wenn man es, naja, drauf absieht. Dann noch zur BF-109G2. Gibt es ein paar Änderungen und zur BF-109G6 gibt es auch ein paar Änderungen. Lese aber jetzt nicht alle vor. Könnt ihr euch dann durchlesen, wenn ihr wollt. Aber es sind ein paar Änderungen, ja, interessant dabei. Aber die betreffen hauptsächlich das Leveln der Waffe. Ja, Leute, dann zu den Soldaten. Neue Soldatencharaktere kommen. 14 neue US-Fraktionssoldaten. Wieder mal unfair. Und nur 2 neue japanische Fraktionssoldaten kommen rein. Finde ich echt ein bisschen unfair. Ich denke mal, ihr auch. Ja, also sie übertreiben es mit ihrer eigenen Fraktion zu sehr, die Amerikaner. Das amerikanische DICE-Team. Man merkt's. Dann auf jeden Fall zu zusätzlichen Änderungen. Zusätzliche Korrekturen, um zu verhindern, dass Spieler in einem blutenden Zustand stecken bleiben. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, hoffen wir, dass dadurch die Seltenheit von ungewöhnlich auf selten verringert wird. Also im Prinzip, da ist... Ich glaube, das war dieser Bug, wo man halt nicht mehr so sehen konnte, sondern das Sichtfeld einfach verblutet wurde, obwohl man gar nicht mehr geschossen wird oder so oder geheilt wurde. So ein Bug war das bestimmt. Dann wurde noch ein Fehler behoben, in einigen Fällen wurde halt eine falsche Stimme abgespielt, wenn ein Soldat einen Bomber entdeckte. Aber ich sag mal so, das ist jetzt nicht so gravierend. Wenn ich jetzt mal mit Battlefront 2 Koop vergleiche, Digga, da kommen manchmal bei Imperium, Digga, auf, ich glaube Scarif, Digga, da kommen auf einmal so ein, aus der Republikzeit, Digga, da kommt einfach mal so ein Druiden-Commander an, ne? Digga, da denkst du dir so, ja moin, Alter, jetzt bin ich hier auf jeden Fall ein Separatist. Digga, dabei bin ich das beim Imperium. Ja, moin. Also, ja, so ein Bug ist dann nicht so schlimm wie bei Battlefront 2. Und die haben es seit Monaten nicht rausgekriegt, den Bug. Auf jeden Fall kommen wir jetzt noch zu dem letzten, und zwar Benutzeroberflächen und andere. Es wurde ein Problem behoben, durch das entdeckte Feinde nicht auf der Minikarte angezeigt wurden, wenn der Spieler in seinem eigenen Rauch geriet. Also, ja, so viel dazu. Hoffen wir mal, dass das Problem wirklich behoben wurde. Die fehlende Beschreibung für Kalione und Heishi wurde auf der Registerkarte Statistiken halt hinzugefügt. Ja, so viel dazu. Und wenn ihr noch weitere Sachen habt, weitere Bugs habt, dann bittet euch auch hier EA und DICE und ich natürlich euch auch. Also eigentlich die Community bittet euch, dass ihr uns allen hilft und auch den der Community gegenseitig hilft und da mit hier unten über den Link auch in der Videobeschreibung, welche ich nochmal kurz anmerken, könnt ihr auch auf die News-Seite. Das heißt, wenn ihr da drauf geht, kommt ihr hier auf die News-Seite und dann könnt ihr unten in die Diskussion reinschreiben, dass ihr so einen Bug hattet. Dann, ja, nimmt sich das EA zu Kenntnis, beziehungsweise DICE ist das hier eher. Die nehmen das sich zur Kenntnis oder die Community-Manager gucken sich das an und dann geht das weiter ans Entwicklerteam und dann wird geguckt, wie das gefixt wird. Deswegen bitten wir euch alle drum, die Community auch und so weiter, dass ihr bitte, wenn ihr irgendwelche fatalen Bugs habt, sie bitte meldet. Und
Also wenn ihr wollt, natürlich. Und ja, würde ich sagen, haut rein jetzt. Habt viel Spaß mit dem Update morgen, Leute. Das Update soll ungefähr gegen 7 Uhr erscheinen, aber ich denke mir, alle wissen, dass es nicht gegen 7 Uhr erscheinen wird, da auch ein bisschen Zeitverschiebung mit dabei ist. Ja, aber wenn es gegen 7 Uhr erscheint, wäre auch schon nice. Ja, haut rein, Leute, würde ich sagen. Habt viel Spaß mit dem Update morgen. Ich werde auf jeden Fall dann diese Woche online sein in einem Livestream. Und ja, ich würde sagen, da ja Freitag ist, am nächsten Tag danach, gucken wir definitiv mal, dass wir am Livestream Battlefield 5 zocken. Ne, das neue Update, die neuen Maps. Haben wir ja bis jetzt immer so gemacht. Marita gezockt neu und so. Das waren noch schöne Zeiten, ne? Marita. Ja, auf jeden Fall, Leute. Haut da rein. Habt jetzt noch viel Spaß mit Battlefield 5. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Haut da wirklich rein bei ein paar guten Lobbys. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, am nächsten Livestream. Bis dahin wünsche ich euch wirklich viel Spaß mit Battlefield 5. Viele gute Lobbys. Und auch viele entspannte Runden. Ja, zusammen mit euren Freunden. Also, bis dahin und ciao.